So, weiter geht's. So, klar, ne? Wir nehmen ganz einfach. Hier ist ja beschrieben, was hier welches Symbol welche Zahl hat. Wie sie ausgerechnet werden muss. Welche Zahl es dann im Anschließen eigentlich ergibt. Ne? Also 2, 0 und 1. 16 meine ich. Würde ergeben 816. Ja, ne? Mal 400, mal 20, mal 1. Soweit ist klar. So. Hier haben wir die 3, die 2 und die 12. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, weil ständig da rumswitchen ist mir ehrlich gesagt zu doof. So, wir rechnen. 3 mal 400. Laut Adam Riese 1200. So, dann 2 mal 20 sind 40. Jetzt sind wir schon mal bei 1240. So, und dann nochmal 12 mal 1 oder 1 mal 12, je nachdem, sind 12. So, rechnen wir zusammen. 1252. Ja, ist klar. So, dann haben wir hier die 1, die 17 und die 12 wieder. Na, hier auch 12, 12. Und rechnen. Einmal 400, na, ist klar. So, dann 17 mal 20, laut Adam Riese 340. So, sind wir dann schon mal bei 740. So, dann plus 12 sind 752. So, hier haben wir aber nur drei Dinger, die wir da so... Also drei so, na, wie heißt das? Keine Ahnung. Na, wo man das hier eingeben kann. Na? Passt also nicht, ist viel zu groß die Zahl. So, was machen wir? Wir rechnen die Ergebnisse, die wir von diesen beiden Säulen haben, zusammen und erhalten die Zahl 2004. Das Jahr quasi hier, ne? Das spielt im Jahr 2004. So, passt aber immer noch nicht. Also, was machen wir? Wir machen das Ganze wieder rückwärts. Das heißt, 2400, ne? Einmal 2000 durch 5. Quatsch, 2000 durch 400, so, das sind 5, dann eine Nullstelle, ne, haben wir nicht, und dann nochmal die 4 durch 1, sind 4, also geben wir da ein, 5, 0, 4, so, 0, 1, 2, 3, 4, 5, das lassen wir so, hier 4. 1, 2, 3, 4. Und siehe da, es geht auf. So. Jetzt können wir nach Herzenslust hier alles einsacken. Einmal das Gold für Pedro. Und die kleine Statue. Ausgezeichnet. Das letzte Symbol des Lebens. So. Nur aber schnell wieder zurück. Pedro, ich bin zurück. Lassen Sie das Seil runter. Haben Sie mein Gold? Wie viel? Wie viel haben Sie gefunden, hä? Ein paar schöne Stücke. Dann gehen Sie nochmal zurück. Ich habe alles mitgenommen, was ich gesehen habe. Da ist sonst kein Gold mehr. Wenn Sie mir nicht vertrauen, klettern Sie doch runter und schauen Sie selbst nach. Auf so einen dummen Trick werde ich nicht hereinfallen. Lassen Sie jetzt das Seil runter oder nicht? Klar, ich wollte nur sicher gehen, dass Sie mich nicht übers Ohr hauen. Für diese ganze Drecksarbeit verdiene ich auch noch den letzten Goldklumpen. Naja. Hör du auf zu meckern. Ich gab meinem neuen Freund das Gold und machte mich auf den Weg zum Dorf von Weißer Bär.
Ich habe jetzt alle drei Schlüssel. Du bist zurück. Die Erfüllung der Prophezeiung steht kurz bevor. Ich kann spüren, dass du alle drei Symbole bei dir hast. Ja. Es ist an der Zeit, dir den Ort der Begräbnisstätte des alten Königs zu enthüllen. Zeig mir deine Karte. Ein bisschen Geometrie, ja? Ja. Dorthin müssen deine Schritte dich jetzt führen. Nimm das Amulett der Könige mit. Es wird der Schlüssel zu deiner Reise sein. Geh und erfülle die Prophezeiung meines Volkes. Machen wir. Ich fuhr so lange mit dem Jeep, wie es der Dschungel erlaubte. Der Weg verlor sich schließlich in einer Senke mit kaum durchdringbaren Büschen und ich war gezwungen, zu Fuß weiterzugehen. Ich weiß nicht einmal, wie lange ich mich durch den Dschungel gekämpft hatte, bevor ich den Tempel entdeckte. Der verschollene und vergessene Tempel der Götter, von dem Weißer Bär gesprochen hatte. Ich bin jetzt meinem Ziel sehr nah. Ich kann es spüren. Okay. Dann gehen wir mal rein hier, ne? Ach, hey. Oh, nö. Okay. Ja, das Ding da einsetzen. Und jetzt Magic. Jetzt müssen wir nämlich alle Symbole müssen wir natürlich auf die richtige Position schieben, ne? Also das dahin, dann, warte, wo ist er? Das da, dahin und naja, immer so weiter. Oh, ist das blöd. Das ist so doof. Ich mag das Rätsel nicht. Mann, oh. Ja gut, okay. Also das gehört da schon mal hin. Dann der dahin und ach du Scheiße, ich hasse es. Was haben wir denn hier? Der gehört dahin. Also alles wird durcheinander, wie ich das liebe. So, der ist auch schon mal richtig. Der gehört dahin. Oh Mann. Ich klicke jetzt einfach nur wild rum. Ich habe keine Ahnung, wo hier was irgendwie hin soll. Also wie das hier so funktioniert, weil habe ich noch nie gerallt. So, das da und der hier hin und dann da und der dann hier hin und dann das da und der da hin und der dann hier hoch und der dann da runter und der dann da lang und so weiter und ach Gott, ich hasse es, ich hasse diese Rätsel, ich hasse sie. Ach Mensch, so weit ist vom Ziel noch entfernt. So, der da hin, der hier hin. Da und der da hin und dann so und der da. Oh, die sind schon richtig. Naja, gut. Dann müssen wir eigentlich nur noch die hier bewegen, ne? Der war auch schon richtig. Okay. Der ist auch richtig. Leck wie am Arsch. Der dahin, das, die beiden sind richtig. Na, das kommt, das kriegen wir doch hin, das kriegen wir gebacken. So. Mhm.
Endlich. Das Ende meiner langen Reise ist jetzt in unmittelbarer Reichweite. Ja, genau. Hier fangen wir mal an. Ja. Wir setzen jetzt diese Schlappen hier auf das richtige Relief. Hände hoch, Freundchen. Sie? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Mühen es mich gekostet hat, Ihnen bis hierher zu folgen. Und dieses Mal entkommen Sie mir nicht. Offensichtlich war die Warnung Ihres Vaters nicht nur so dahergesagt. Was? Mein Vater hat Sie vor mir gewarnt? Er war ein noch größerer Verräter, als ich dachte. Er wollte einfach nicht verstehen, was diese Technologie für uns bedeuten könnte. Mit dieser Maschine hätten wir die reichsten Männer der Welt werden können. Zu schade für ihn. Er ist nämlich tot. Geld. Haben Sie das alles wegen des Geldes auf sich genommen? Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Weder mein Vater noch Sie. Niemand! Marsmännchen, hey. Ich habe getan, was ich tun musste, und bin nach Europa zurückgekehrt. Alles, wonach ich gesucht habe, hat sich in nichts aufgelöst. Weil niemand je glauben würde, was im Herzen des Tempels geschah, behielt ich die ganze Geschichte für mich. Aber ich muss die Wahrheit herausfinden, und es gibt nur einen Beweis, sie zu untermauern. Ich weiß, dass er für dich ausreichend sein wird, François. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im
nächsten Projekt wieder. Ciao, macht's gut. Bis dann. General.